Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Zertifikate aktuell. Über die Gold Rally seit Jahresbeginn haben wir mehrfach berichtet. Aber jetzt hat Silber klammheimlich aufgeholt. Angeblich der kleine Bruder vom Gold liegt jetzt aber besser und notiert aktuell auf einem 12-Monats-Hoch. Warum sind ausgerechnet jetzt beträchtliche Käufe in Shanghai zu beobachten? Und wie soll der Anleger hierzulande das mitvollziehen? Das besprechen wir mit Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Schönen guten Tag, Herr Blumenroth. Guten Tag, Frau Eiert. Ja, Silber, angeblich der kleine Bruder vom Gold, hat die Rallye, die Gold hingelegt hatte, seit Jahresbeginn nicht mitgemacht. Warum konnte Silber da nicht mitziehen, wo man doch immer sagte, da hängt eins so ein bisschen am anderen? Ja, das hat einfach damit zu tun, dass Silber noch ein bisschen mehr den Charakter eines Industriemetalls hat. Wir können uns auch im Chart auch mal die Gold- und Silberentwicklung gegensätzlich anschauen. Das ist ein Chart seit 2015. Genau. Gold in Blau, Silber in Rot. Ja, wir sehen, dass gerade Anfang des Jahres, also das Jahr 2016 beginnt hier, der Goldpreis hat sich stark abgekoppelt gehabt vom Silberpreis, hat deutlich besser notiert als der Silberpreis. Aber mittlerweile hat Silber aufgeholt. Silber ist jetzt der Rohstoff, der bis jetzt dieses Jahr am meisten an Wert gewonnen hat. Hätte vor ein paar Wochen keiner darauf gewettet. Grund dafür ist einfach, Silber ist ein bisschen mehr noch Industriemetall als Gold. Es wird für viele Industriezwecke benötigt. Und Anfang des Jahres, wir erinnern uns, da hingen ja die düsteren Konjunkturwolken über der Weltkonjunktur, gerade in China. China ist natürlich ein sehr, sehr großer industrieller Verbraucher von Silber. Die Befürchtungen waren groß. Und deswegen sind die Anleger eher in sichere Häfen, also in Gold reingegangen, haben die anderen Metalle wie Silber, Platin, Palladium und Kupfer außen vor gelassen. Jetzt sind alle optimistisch, die Aktienkurse steigen, die Rohstoffkurse steigen. Momentan sieht die Welt wieder richtig freundlich aus für viele Anleger, deswegen ist der Silberpreis momentan besser als der Goldpreis. Okay, aber warum kann er sich ausgerechnet jetzt so stark abkoppeln? Ja, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Einer der Gründe dafür ist sicher auch, wir haben auch Anfang des Jahres einen sehr starken Dollar gesehen gegen viele Anbieterwährungen, gegen viele Produzentenwährungen. Also Mitte Februar wurden Schwellenländer Währungen so gut wie tot gesagt. Es wäre keinem vernünftig erschienen, in Schwellenländer zu investieren. Seit Ende Februar, Anfang März haben wir da ein totales Umdenken, hat da stattgefunden. Wir können vielleicht auch nochmal auf dem Chart schauen, genau, Inwieweit Währungen Einfluss auf den Silberpreis haben. Und zwar haben wir hier den Kurs des Dollar gegen den Rand. Je höher diese rosafarbene Kurve ist, desto schwächer ist der südafrikanische Rand. Und unten ist der Silberpreis. Man sieht, die Kurven bewegen sich auseinander. Bedeutet, je schwächer die Währung des Produzentenlandes ist, desto schwächer ist auch der Silberpreis. Gerade der Rand ist ein gutes Beispiel. Der hat sich in den letzten Wochen extrem befestigt. Der ist jetzt auf ein Jahres- oder auf ein Mehrmonatshoch. Der ist auf den höchsten Kurs seit Anfang 2016 gegen den US-Dollar gestiegen. Auch alle anderen Währungen, die Silberproduzentenländer sind, da sind die Währungen gegen den Dollar ganz ordentlich angestiegen, gegen den US-Dollar wohlgemerkt. Und das bedeutet, Rohstoffe erholen sich, weil der US-Dollar einen Wert verliert. Aber warum kaufen gerade in Shanghai Anleger jetzt in überdurchschnittlich großem Stil Silber, wo es jetzt so teuer ist? Ja, das Spannende ist, wir haben jetzt seit Tagen, die ganze Woche beobachten wir, dass gerade im Schluss des Handels in Shanghai oder bei Europa aufmacht, der Silberkurs hochgeht. Das bedeutet, hat verschiedene Gründe. Einmal, China ist einer der weltgrößten industriellen Nachfrager nach Silber. Da wird jetzt drauf spekuliert, dass der Silberpreis noch teurer wird. Wir hatten am Dienstag dieser Woche, wurde der höchste Kurs seit 10 Monaten, glaube ich, oder 11 Monaten, wurde durchschritten in Silber. Das hat Stop-Loss-Käufe von Investoren, die auf der Short-Seite investiert waren, ausgelöst. Es hat ein Signal in die Märkte gesendet, hier geht was, sind auch viele spekulativ Orientierte eingestiegen. Und in China kann man vielleicht auch noch sagen, Chinesen benutzen Silber auch, um sich gegen den Wertverlust des Yuan zu schützen. Also das sind auch so ein bisschen Hedging-Gesichtspunkte. Sie sagten, hier geht was. War bzw. ist Silber demnach unterbewertet? Ja, jetzt natürlich, wo wir jetzt diese Woche neue Jahreshochs gesehen haben. Die Entwicklung an. Genau, ja. Die Entwicklung, man sieht, wir sind immer noch ein bisschen entfernt von den Höchstständen, die wir Anfang 2015 hatten. Die sind hier oben, aber wir sind mittlerweile auf ein Jahreshoch gestiegen. Wir bewegen uns ungefähr in dem Bereich, wo wir im April, Mai 2015 gewesen sind. Wir sind bei 1760 Dollar die Unze. Mittlerweile im Hoch angestiegen. Also es kommt darauf an. Es ist natürlich, ich lese jetzt sehr viele Charttechniker, die sagen, Ausbruch nach oben, charttechnisch gesehen ist noch Luft. Natürlich die Rallye nähert die Rallye meistens, wenn auf den Signalen der Händler erscheint, da ist ein Ausbruch über ein Signal, dann schlagen jetzt viele in den Markt ein. Und wie gesagt, Silber sollte momentan besser performen als der Goldpreis. Ein bisschen, zwei Sachen sind, die ein bisschen zum Nachdenken anregen.
ETFs, das sind Exchange-Traded Funds, die sind auf Rekordniveau gestiegen. Das sind Anleger, die... Das hatten wir bei Gold vor wenigen Wochen auch gesehen. Genau, haben wir auch. Also in Gold sind immer noch, da fehlt noch viel zu dem, wo wir 2009 gewesen sind. Aber in Silber sind wirklich, da sind massive Zuflüsse auch gekommen. Das ist aber auch schon so ein Achtungssignal dann, oder? So ein bisschen ist es ein Achtungssignal, wobei ETF-Anleger meist länger drin bleiben. Ein Warnsignal könnte sein, die spekulativen Investoren an den US-Terminbörsen sind auch auf Allzeitrekordständen. Seit 2006 waren sie nie so long in Silber. Irgendwann werden diese rausgehen. Das könnte bedeuten, dass da der Silberpreis dann zurücksetzen wird. Also Warnsignale auf der einen Seite, positive Charttechnik auf der anderen Seite. Dann sagen Sie, schauen wir erstmal auf einen Call zu Silber, das heißt ein bullisches Produkt. Warum? Genau, ich meine, es ist natürlich, wie gesagt, wenn ich jetzt 10 Analysten frage, werden davon 8 bullisch sein momentan auf Silber. Kann sein, dass die Rallye jetzt irgendwann mal heiß läuft die nächsten Tage. Aber wer dran glaubt, wir haben ein Wave Unlimited Call. Wave Unlimited heißt also ein Knockout-Produkt mit unbegrenzter Laufzeit. Wir haben einen Hebel ungefähr von 5 und die Barriere ist mit 13,80 recht konservativ gewählt. Genau, wir hatten diese 13,80 einmal ganz kurz gesehen, letztes Jahr Mitte Dezember, einmal unterschritten, aber ansonsten die letzte Dekade nicht mehr. Ist also recht weit weg von dem aktuellen Preis. Für Anleger, die bullisch sind und keinen sehr hohen Hebel haben wollen, können sich dieses Produkt mal anschauen. Okay, dann haben wir aber auch noch ein Produkt für die andere Seite der Investoren, einen klassischen Put-Optionsschein mit einem aber schon anderen Basispreis. Ja, richtig. Also es ist so, dass wenn jetzt die Rallye intakt sein wird und wir die nächsten Tage weiter steigende Kurse sehen, dann würde ich auf Silber nicht unbedingt mit einem Knockout-Produkt oder mit einem Short-Faktor spekulieren oder auf die Marktbewegung setzen, sondern vielleicht eher auf einen Rücksetzer, der irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten mal passieren könnte. Wir haben einen klassischen Optionsschein, der läuft bis zum 21. September 2016, haben wir also nach 5 Monaten noch Zeit. Der Basispreis ist 14,50, ist jetzt ein ganz Stück weit weggerückt durch die Aufwärtsbewegung der letzten Tage. Der Schein ist relativ günstig. Die Volatilitäten sind noch relativ günstig, gerade nach unten. Die Investoren sichern sich momentan eher auf der Oberseite ab. Also für Anleger, die meinen, dass wir irgendwann einen Rücksetzer sehen werden, vielleicht, dass diese Rallye jetzt übertrieben ist, die können sich auch mal so einen klassischen Optionsschein vielleicht mal anschauen. Okay, Herr Blumenroth, ganz vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, charttechnisch positive Signale, aber wer sich auf der Unterseite absichern möchte, könnte das zum Beispiel mit einem klassischen Put-Optionsschein auf Silber tun. Wie es mit dem Silberpreis weitergeht, ob die Rallye anhält, das erfahren Sie natürlich auch börsentäglich hier bei uns. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen.